Ja, hallo zusammen. Eine mächtig schöne Aussicht hier. Das ist oberhalb Zürich, also der Hausberg von Zürich. Und wir haben seit Tagen eigentlich wunderschönes Wetter. Das ist tolles Nebelmeer. So circa Mittag rum haben wir dann auch unten im Tal, also in der Stadt eigentlich, ja, Zürich, ja, dann perfekten Sonnenschein. Eigentlich viel zu warm für diese Jahreszeit, aber wir können es nur bedingt ändern. Und deshalb genießen wir es halt einfach. Aber ja, schaut selber an, es ist wirklich fantastisch. Ich werde mir jetzt noch kurz einen Kaffee nehmen und dann gibt es einiges, was ich euch noch informieren möchte fürs nächste Jahr. Bis nachher! Ja, für den Kaffee werde ich ein bisschen runtergehen. Ich muss da noch kurz ein bisschen schauen, weil es geht hier links und rechts gleich ein bisschen steil runter. Aber ich werde mich jetzt mal von hier oben verabschieden. Mit einem letzten Blick, also es ist wirklich fantastisch. Ja, ihr habt gesehen, der Sonnenaufgang, Wahnsinn mit dem ganzen Nebelmeer. Ich bin jetzt ein bisschen runtergestiegen durch den Wald, habe mir jetzt schlussendlich einen Tee gemacht, nicht einen Kaffee. Und ihr seht es hier, also ich bin im T-Shirt und es ist also wirklich, es ist angenehm, wirklich angenehm, wie im Sommer um 5 Uhr morgens. Also viel zu warm eigentlich für die Natur. Aber gut, wir können es nur bedingt ändern, den ganzen Klimawandel. Aber was ich eigentlich möchte, das ist ein ganz großes Dankeschön. Ein Jahr ist um. Ich weiß nicht, ob ich noch ein Video mache dieses Jahr, weil es ist ja doch auch die Festtagsvorbereitung. Dann habe ich noch andere Pläne. Ich möchte einfach mal ein ganz herzliches Dankeschön sagen an euch alle. All die Abonnenten, die dazugekommen waren, die tollen Kommentare und wie ihr wisst, ich bemühe mich, dass ich bei euch auch immer reinschaue und meistens auch was schreibe, weil ich finde, es ist eine ganz tolle Community, mein Englisch, was da ist. Und ja, was gibt es nächstes Jahr Neues? Das heißt, das fängt eigentlich schon an zwischen nach Neujahr, da ist meine erste Tour. Jetzt habe ich euch ein Jahr lang gezeigt, ich hoffe, der eine oder andere konnte was brauchen, wie man was machen könnte. Muss ja nicht so gemacht werden, wie ich es zeige, aber es sind halt einfach Ideen. Und jetzt werde ich das nächste Jahr eigentlich hauptsächlich konzentrieren auf rausgehen, ohne Ausrüstung. Also wie es halt wirklich teilweise ein Wanderer, der vielleicht gerade mal seine Feldflasche dabei hat. Aber dann werde ich auch diverse Szenen durchspielen, wo ich halt sage, ich habe meine Ausrüstung verloren, die ist mir den Hang runtergerollt oder wie auch immer. Oder was auch immer. Es wird also Videos geben, wo ich komplett ohne Ausrüstung rausgehe und da wird es eine ganze Menge geben. Auch 2-3-tägige habe ich geplant und ich habe mir jetzt mal gewisses Gelände da auf Google Map angeschaut und wo ich hingehen werde. Das erste wird dann im Schnee stattfinden, da weiß ich auch schon wo. Und ein ganz wichtiger Punkt, dort hat schon Schnee, das ist ja mal ganz super. Ja, dann sind natürlich die Kurse, das ist ganz klar. Was ganz neu dazu kommt, ich gebe nächstes Jahr, also das fängt im Februar an, auch in Deutschland Kurse.
Nähe Karlsruhe. Also die Daten sind online jetzt, wobei die Homepage auch noch ein bisschen umgestaltet wird. Aber die Daten, wenn sich jemand von euch anmelden würde, anmelden möchte in Nähe von Karlsruhe, bitte schön, die Daten sind online. Begrenzte Teilnehmerzahl, wie immer, das ist ganz klar, denn ich finde, ich zeige ein relativ großes Programm und wenn da zu viele Leute sind, dann kann man da nicht richtig eingehen auf jeden einzelnen Kursteilnehmer. Und ich finde, jeder hat das Recht, das Ziel sollte wirklich sein, Feuer machen, Orientierung, Fallenbau, ein bisschen Pflanzennahrung, dann natürlich auch die erste Hilfe. Was hat man noch? Eine Unterkunft bauen ist ganz klar, oder? So, also ihr seht, ein ziemlich großes Programm und das in 2 Tagen durchbringen, ein bisschen anständig, dass ihr doch einigermaßen eine Idee hat nachher, was man da alles braucht. Ja, das sind eigentlich meine Pläne für nächstes Jahr. Für euch und eure Familien wünsche ich alles Gute. Gesundheit, ich denke, mehr braucht man sich nicht zu wünschen, denn das ist einfach das Wichtigste, dass man wirklich gesund ist und rausgehen kann, die Natur genießen und ja, falls ich mich nochmal melde mit einem Video, super, aber falls nicht, ich sage schon mal guten Rutsch ins neue Jahr, alles Gute euch allen, danke euch recht herzlich für all die Abonnenten, vor allem für die tollen Kommentare und wie gesagt, ich freue mich immer wieder auf eure Videos und wenn ich Zeit habe, werde ich sie natürlich auch kommentieren. Der Schluck geht auf euch. Alles Gute. Tschüss zusammen. Ja, deswegen lieben wir doch die Natur. Hier Sonnenschein und hier komme ich langsam in die Nebelgrenze rein, wo das ganze Nebelmeer liegt.